Pro-Widgets, ist das vielleicht die beste Tweak für iOS 7? Nun ja, meiner Meinung nach ist Pro-Widget auf jeden Fall eine Must-Have-Tweak. Was Pro-Widgets macht und wofür ihr das Ganze gebrauchen könnt, seht ihr im folgenden Video. Ich wünsche euch viel Spaß! So, und damit begrüße ich euch, liebe Zuschauer, recht herzlich zu einem neuen Video. Wie gerade schon kurz angesprochen, in diesem Video möchte ich euch eine neue Cydia-Tweak vorstellen. Dazu wird natürlich ein Jailbreak benötigt. Die Tweak nennt sich Pro Widgets und kostet $2,99 in Cydia und ist meiner Meinung nach mit einer der besten Cydia-Tweaks für iOS 7 und ich finde, der Preis ist dafür eigentlich auch recht angemessen. Wir schauen uns das Ganze etwas näher an. Das ist eine Tweak, die sich darauf spezialisiert, Widgets an bestimmten Orten des iOS-Systems hinzuzufügen und dann einem ermöglichen, darauf zuzugreifen. Wir schauen uns das Ganze in den Einstellungen an, indem wir hier auf Pro Widgets gehen. Entschuldigt bitte meine Unordnung hier in den Einstellungen. Dann zeige ich euch am besten erstmal den Unterpunkt Widgets. Beim Unterpunkt Widgets haben wir erstmal die ganzen Widgets aufgelistet. Das hier sind die vorinstallierten. Die können wir auch oben rechts noch editieren. Und die steht auch, es ist möglich, weitere hinzuzufügen. Also entweder anscheinend per URL oder eben per Installation durch Cydia. Wie das Ganze genau abläuft, weiß ich auch nicht. Muss man mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich wie bei Dashboard X funktioniert. Also dass man einfach da die Pakete in Cydia installiert. Aber ich weiß es leider nicht. Tut mir leid. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst und ansonsten, ja, tut mir leid, vielleicht findet es ja jemand raus. Also, wir können eben bei einigen dieser Widgets, die hier vorinstalliert sind, auch das Ganze noch weiter bearbeiten. Zum Beispiel hier beim Dictionary, also meinem Wörterbuch, können wir eben hier die Sprache auswählen. In dem Fall habe ich hier eben Deutsch, also den Duden-Wortschatz ausgewählt. Ich zeige nochmal ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier haben. Zum Beispiel haben wir hier auch die Themes. Da können wir das Ganze natürlich noch etwas optisch anpassen. Also hier haben wir auch ein paar vorinstallierte und anscheinend kann man hier auch wieder eigene hinzufügen. Wie das Ganze dann letztendlich vonstatten geht, das kann ich euch auch nicht genau sagen. Nun zeige ich euch auch nochmal den Unterpunkt Configuration. Also hier können wir das Ganze noch etwas konfigurieren. Bedeutet, wir haben hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und hier können wir dann verschiedene Sachen vornehmen und das Ganze dann, nachdem wir das vorgenommen haben, einfach übernehmen. Hier wird natürlich unten auch meistens die englische Übersetzung angezeigt, sodass ihr dann einfach wisst, worum es sich handelt. Also guckt euch das am besten selber nochmal in Ruhe an. Also hier haben wir verschiedene kleine Funktionen, die jetzt nicht unbedingt so wichtig sind, aber eben ganz praktisch sind, falls ihr das Ganze noch anpassen wollt. Guckt euch das also am besten selber an. Der wichtigste Punkt ist Activation Methods, hier können wir das Ganze nämlich nun wirklich startbereit machen, sage ich einfach mal. Hier haben wir unsere Visible Widgets, also die Widgets, die wir nun verfügbar haben und die können wir eben auch verschieben, wie wir es gerne haben möchten, also nach unserem eigenen Belieben. Und hier haben wir dann die Aktivierungsmethoden, wie das Ganze möglich sein könnte. Ich zeige euch einfach mal ein paar, zum Beispiel im Control Center können wir hier auch auswählen, wie viele Icons wir pro Seite haben wollen. Und ich zeige das Ganze jetzt in dem Fall auch nochmal. Wir haben hier unten, also wir können uns auch nochmal mit der Tweak CC Loader, die wird glaube ich sogar mit installiert, verschieben. Aber in dem Fall ist bei mir unten unter diesen normalen Symbolen hier, da haben wir eben diese Icons für die Widgets. Und hier können wir zum Beispiel verschiedene Sachen machen. Das hier ist eben das Dictionary. Dann öffnet sich eben so ein kleines Fenster, dieses Widget eben. Und nun können wir ein beliebiges Wort eingeben. Und das Ganze wird uns dann hier erklärt. Wir haben noch ein paar weitere Sachen. Ich zeige euch jetzt nochmal was. Ich zeige euch zum Beispiel mal die Notizen. Da können wir eben hier in dem Fall Notizen hinzufügen und so weiter. Eine weitere Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, ist die Funktionsweise im Notification Center. Da haben wir nämlich auch hier unten links und unten rechts zwei Widgets, die wir natürlich auch in den Einstellungen auswählen können. Bei mir ist das eben zum Beispiel hier in dem Fall
das Mail-Widget. Und wenn wir das Ganze hier betätigen, öffnet sich sofort ein Fenster, in dem wir dann eben eine neue Mail an einen Adressat versenden können. Also meiner Meinung nach auch ziemlich praktisch. Was ich sehr gut finde, ist, dass diese Tweak eben sehr allumfassend ist, sehr umfangreich und besonders im Alltag eben recht praktisch ist, da es eben auf solche Alltagsfunktionen zurückgreift. Eins möchte ich euch noch zeigen, und zwar wäre das dann der Lockscreen. Hier können wir eben auch ein beliebiges Widget auswählen. In dem Fall habe ich hier mal den Browser gewählt, und wenn ich jetzt mal auf den Lockscreen gehe, finden wir hier unten links in der Ecke dieses Safari-Icon, und nun öffnet sich dann eben noch mal ein Fenster. Hier kann ich dann in dem Fall auch einen Link eingeben. In dem Fall öffne ich einfach mal die Website youtube.com. Die wird dann hier geöffnet und wir können hier rumsurfen und so weiter. Ihr kennt das Ganze, ja. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist, wenn wir hier mal doppelt auf hier oben drauf klicken, dann wird dieses Fenster hier verkleinert und wir können weiterhin unser Gerät hier irgendwie benutzen, also beliebig, wie wir es haben wollen, und wir können auch dieses Fenster verschieben, und wir haben es eben die ganze Zeit hier geöffnet und wir können dann darauf zurückgreifen. Also das ist meiner Meinung nach auch noch ein cooles Feature. So, das war sie, die Tweak Pro Widgets, die ich euch in diesem Video einmal vorstellen wollte. Meiner Meinung nach, wie gesagt, eine der besten iOS 7 Studio Tweaks, weil sie einfach sehr allumfassend, sehr umfangreich ist. Und ich denke, dass diese Tweak dann immer noch weiter verbessert wird mit Updates, mit weiteren Widgets und so weiter. Und deswegen gerade sehr praktisch für den Alltag, da diese Tweak eben auf verschiedene Funktionen zurückgreift. Also es ist einfacher, Mails zu versenden, einfacher, Nachrichten zu schicken, einfacher, Notizen vorzunehmen und so weiter. Also eine sehr, sehr praktische Tweak, eine sehr, sehr nützliche Tweak. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen, beziehungsweise euch hat dieses Video gefallen. Sollte dies der Fall sein, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten könnt ihr auch diesen Kanal auf YouTube abonnieren. Ihr findet den Abonnieren-Button hier unter diesem Video. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann!